Einmal komplett Inspektion, bitte. Hallo und herzlich willkommen zur 120. Folge heute hier am Sonntag auf Maiko Hazard TV. Mit dabei heute wie immer der Heiko und der Nils. Hallo. Hallo. Ich. Und hier ist ein Schild, da steht: Unberechtigt geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Wer parkt denn hier? Also ich kenne nicht. Und wo zeigt vor allem die Kamera hin? Achtung, Videoüberwachung. Ich bin hier gerade bei dem Lidli, ja, auf der Ladezonenseite hier hinten. Da gibt es eine Kamera. Sehr schön und gut. Aber warum zeigt die von der Hauswand weg genau einfach über den Zaun hier aufs Nachbargrundstück, in Anführungsstrichen? Okay, weißt du, was mir gerade so auffällt? Was fällt dir auf? Was im Sitz anders ist, ne? Du was? Siehst beim Kicker tatsächlich, wie der andere Spieler den, den Schlauch in der Hand hat. Echt? Also jetzt ja. Beim 17er meinst du, oder? Nee, beim 19er, beim 17er hast du es nicht gesehen. Ja, die haben ja so ein bisschen Schlauchsache, haben sie ein bisschen was mit drin jetzt, ja. Ja, auch genauso Lichter, die siehst du ja jetzt auch. Ja, ja. Ist ja vorher auch nicht gesehen, ja. So, ich habe überlegt. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, haltet die Klappe, ihr doofen Pferde. So. So, wenn ich mir das mal hier hinten angucke, was stehen denn hinten für Bäume rum? Ah, das sind so eine verkorksten. Können das nicht auch wenigstens Birken sein? Nein, das müssen so eine verkorksten Bäume sein. So, Birken. So, was sehen wir auf dem zweiten Feld? Das hier sind keine Birken. Das hier hinten keine Birken mehr. Nils. Das sind Ahorn. Und dann wir können kein Ahorn sehen. Das ist Ahorn und Birken. Glaube ich kein Ahorn. Vom Blatt her ist es Ahorn. Blatt her? Nee. Doch, was ist denn sonst seit Kastanie oder was? Eine Mischung aus Ahorn und Eiche. Nee. Also einige ja sehen wie Ahorn aus, einige wie Eiche, finde ich. Naja. Wie auch immer. Man kann ja Bäume setzen. Gucken wir doch einfach das mal geht nach. Aber, das geht aber aktuell nicht. Warum das denn nicht? Weißt du, das war in der Mod, dass wir eine Mod drin haben zum Bäume setzen? Zum Bäume platzieren? Geht eigentlich vom Spiel aus. Oder ging das mal? Im 17er ging das ja. Hier nicht mehr. Ja, könnte Ahorn sein. 1087 ist. Ich verkaufe jetzt meine Milch. Da ist der Scheiß. Verkaufe jetzt die Milch, bevor sie ranzig wird im Anhänger. Ja. Ich bin am nächsten Feld dran zum Säen. Der wird definitiv wie eine Nachternte, ey. Ist schon erstaunlich, dass Heiko aktuell immer der Einzige ist, der arbeitet. Ja. Ich habe mich die ganzen letzten Male immer gesehen und geerntet. Und ich war derjenige, bin der rumblödelt. Jetzt muss ich echt den ganzen Weg wieder bis zurück, ey. Oh, das ist ja voll weit. Ja. Und warum kann es nicht mehr Land gehören? Heiko geizig ist. Wir nee. Wollen Geld haben. Nee, warum kann ich hier einfach noch so ein halber Streifen nach links sein? Zum Feld 27. Eine schöne ist ja, ich sehe ja nicht mehr, wie viel die Dinge kosten. Tja. Rechte. Fahrrad quer über alle möglichen Äcker rüber. Fährt voll langsam der Traktor, wenn man vorher mit 240 fast die Fahne. Ja. Ist so. Glaubst du mir nicht, oder was? Wisst ihr, wie langsam ein 50 vorkommt, wenn du vorher 220 gefahren bist? Ja, das kenne ich auch alles schon live. Das ist ganz schlimm, wenn ich kenne das ja auch, wenn ich von der Autobahn einmal komme. Anhalten. Hallo? Ist nicht.
wenn ich von der Autobahn komme und wenn ich gefahren bin, schon so nach dem Motto auch schon meine, weiß ich nicht, 180, 190 teilweise, also 190 schon ewig nicht mehr, 180 höchstens in letzter Zeit, wenn überhaupt. Aber und dann in der Stadt kommst, wo du bloß noch 50 fahren darfst, und denkst so, du hast das Gefühl, du fährst bloß noch Schritttempo, ja, also nach dem Motto. Ja. So einmal den Berg runterheizen mit Anhänger über die Gleise. Machst du mal die Taschenlampe aus? Habe ich dann einen Einbrecher auf meinem Hof oder was? Eine Bahn rum bin ich jetzt auf jeden Fall. Ja. Hui. Wir haben Zaun hängen geblieben. Nur mit dem Rad. So, alle kommt der Zug wieder. So, Anhänger steht wieder. Was bringen die Eier aktuell? Eier. Zu wenig, alles unter 3000. Hafen Süd steigt aber. Die Wolle bewegt sich ja überhaupt nicht. Die steht ganz fett nur bei 977. Also Eier bewegen sich Richtung 3000. Ja, aber nur einer. Ja. Einer so. Ist besser als keiner. Aber einer ist fast keiner. Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich, Nils. Ja. Hast du nicht immer eine Aufgabe für ihn? Nee, aktuell sonst nicht. Du holst jetzt mal die Palette vom Shop ab, die ich jetzt da hinstelle. Eine Palette vom Shop, den er da hinstellt? Und sollst du da abholen? Ist er dein Sklave, ist er dein Sklave oder was? Ja. Ja, sehen wollte er nicht. Also darf er Gabelstapler fahren. Er sagt, dass ich das Ding mit dem Gabelstapler hole. Nur weil du das so machst, Heiko, erst nicht jetzt wieder so machen. Kann er nicht mit so einem Bill- oder Gabelstapler dahin? Dann geht er mal einfassen. Ja. Was für eine Palette hast du denn hingestellt? Mineraldünger. Du darfst fast noch eine kaufen. Was? Kannst fast noch eine von kaufen. Das ist ja interessant. An sich eigentlich schon, ne? Ja. Komm, stell mal zwei rein. Heiko? Hm? Ich guck grad nur mal rein zufällig. Kennst du doch diesen alten Stepper-Holzladewagen? Ja. Mit Kran? Ja. Den kannst du konfigurieren, damit, dass du Rundballen draufsetzen kannst. Oh. Hast du einen anderen Greifer und andere Ladeflächen, da kannst du Rundballen draufpacken. Oh, schick. Mit dem Kran. Habt ihr schon vom ersten angekündigten DLC für den LS19 gehört? Ja. Nee. Wird so ein... Oh, wie hieß die Marke nochmal? Oh, hab ich vergessen. Irgendwas mit A. Oh. Nein. Auf jeden Fall wird das auch sowas, was hauptsächlich mit Ballentechnik zu tun hat. Muss unwichtig gewesen sein, habe ich vergessen. Hab's schon so beiläufig weggekriegt. Warte mal, LS19 DLC. Ich google mal. Anderson. Genau, Anderson war's. Marke. Ist auch hauptsächlich in Ballentechnik alles. Ich guck mal. Anderson Group Equipment Pack. Ja. Future DLC. So. Aber billiger als das Kuhn DLC im 17er, ne? Enthält folgende Geräte. Geräte. So, es ist einmal der Anderson Group A700 Mixer. Der A750 Mixer, ein Anderson Group Bio Baler. WB55. Also eigentlich hauptsächlich Sachen für dich alles, ne? Anderson Group Bumper Bio Baler Attachment irgendwas. Hybrid XX Tractor Bale Wrapper. Anderson Group Bale Wrapper nochmal für Rundballen. Ist aber auch nicht nur Ballen, Heiko. Ja, ist auch ein bisschen Tier dabei. Ne, ist auch Holz dabei. Anderson Group M160 Lock Loader. Anderson Group Bale Prozessor. Ein Bale Wrapper nochmal ein Bale Mover. Ein Silage Wrap Bale Mover. Ein Bale Stacker für Square Bales. Und ein Bale Mover für Square Bales. Okay, Erscheinungstermin ist der 26. März dann übrigens. Mhm. Das Ganze kostet auch nur 10 Euro. Das DLC. Kannst du schon vorkaufen bei Dings. Auf der Website kannst du schon kaufen beim LS direkt.
Ach so, hier unten sind jetzt auch noch mal, oh toll, hier unten sind auch noch mal Bilder dazu, den Dingern. Zwei Futtermischwagen dabei. Also erstmal irgendwas Ballentechnik. Das sind zwei Ballenwickler. Also eine ist ein Ballenwickler, andere glaube ich auch. Keine Ahnung. Sind auch wie zwei Ballenwickler. Dann Das denkst eine du? ist so ein Ballenwickler, der macht Quaderbein quasi. Nee, Quatsch, Ja. Rundballen sind, glaube ich. Die kannst du quasi zu einer langen Wurst wickeln. Okay. Wie muss man das jetzt verstehen? Du sammelst sie quasi auf. Werden quasi immer direkt dann als ein langes Ding gepresst, oder wie? Genau, die werden Ja. quasi direkt aneinander geweckelt. Wie soll ich den Scheiß denn transportieren später? Ja, ist eine andere Sache. So, Fütter, hier gibt es zwei Futtermischwagen, zwei verschiedene Größen offensichtlich. Oh, der Groß hat eine Kapazität von fast 30.000 Liter. Ein Einstreuwagen, noch ein kleiner Ballenwickler, Ballenladewagen, Gut, so noch kann ein man es auch Ladewagen. machen. Theoretisch hätte ich sie auch noch in die Schaufel einladen können. Diverses. Was ist das? Ballentechnik, Bio-Baler. Das sieht mal wie nach Holz Das aus. ist auch noch 2000 einfacher Liter. geworden. Ja, Kann das sein, das dass sind er jetzt dann auch 2000. Holzballen machen kann oder so? Hier gibt es eine Ich wollte noch die Bahn zu Ende, Forstmaschine. da kannst du einmal auffüllen. Also, naja, es Was ist? kann sein, dass auch irgendwie sowas ist, dass er so aus Hackschnitzel irgendwie Ballen machen kann oder sowas. Dann, Ja, keine das sollte, Ahnung. glaube ich, auch Hackschnitzel gehen. wollen dann, okay. Hackschnitzelballen. Naja, keine Ahnung. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt einen It-Runner hätte, ne, schon, dann würde ich mir jetzt einfach einen Holzcontaineraufsatz kaufen und würde das. No, da mach mal voll das Ding. Warum gibt es diesen Warte kleinen mal. Häcksler nicht mehr? Das verstehe ich auch nicht. Welchen kleinen Häcksler meinst Den du? kleinen Mini-Häcksler, den kleinen Handhäcksler. Der braucht diesen Riesenhäcksler. Kommen Sie hoch genug, ne? Warte mal, ich klappe das hier auf. Ich habe nur diese zwei großen Jens-Häcksler. Warum gibt es nicht mehr diesen kleinen Häcksler, den es bei L17 noch gab? Der 17? Gab's auch Ja. schon nur den Jens. Nee, da gab es schon einen ganz kleinen Häcksler. Einen ganz kleinen gelben. Den hatten wir sogar drin gehabt, oftmals dabei gehabt. Komm nicht hoch. Versuch mal von vorne dran zu kommen. Vielleicht doch keine gute Idee. Warum ist das dunkel die ganze Zeit? Das ist doch scheiße. Ja, danke. Düngst das Feld halt so. Gut. Ich glaube, dass. Scheiße. Ja, viel Stefan auch sammeln wieder. Ja, gut. Ich glaube, das war nicht ganz so gut. Nee, ich hatte nicht nur 51 Dünger drin. Konfigurieren, Kapazität. Hast du noch nicht alles? Ich kann ihn sogar noch mit Abdeckung kaufen. Ist das neu? Das sehe ich zum ersten Mal gerade, dass ich diesen Anhänger, den ich habe, Heiko, den ich so in drei Stufen aufbauen kann, Ja. dann sogar noch mit Abdeckung kaufen kann. Okay. Also bei 4000 noch nicht, aber ab 8000 kann ich noch eine Abdeckung oben drauf setzen. So, jetzt noch die anderen drei Flecken hinter dir aufhören und dann. Ja, die wollen gerade noch nicht. Lad erstmal auf, dann kannst du weiterfahren und dann sammle ich das ein. Ja, guck mal, ob du jetzt Kostet mich rankommst. 500 € jetzt, den auf mit Abdeckung zu konfigurieren. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Sollst du ankommen. Ja, Jetzt sieht der er lädt aus auch nicht sieht er aus über. wie ein Agro-Liner. Warte mal. Ich glaube, der macht das bei dem Ding nicht. Da haben wir jetzt ein Problem. Wieso? Wieso ihr habt Probleme? Weil ich stumm bin. Wollt ihr jetzt was sagen? Ja, ich habe schön die Dinger geholt und dann dachte ich mir nochmal zum Testen, ja, probieren wir das Ganze an der Schaufel einzuladen. So, aber von der Schaufel kann man es nicht in die Sämaschine einladen. Okay. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir packen uns die Haufen irgendwo am Hof hin. Ihr könnt von der Schaufel nicht in die Sämaschine einladen? Nein. Wann? Aber normalerweise, früher ging das beim LS17, ging Meine das. auch. Und Deswegen. früher musstest du das sogar so machen.
teilweise. Ich würde sagen, was wäre billiger jetzt? Das zwei neue Big Packs kaufen oder eben den wieder mieten? Den. War ja klar, der genau dahin fällt, der Baum. Ich sag mal so, Dünger brauchen wir so oder so irgendwann. Das war so klar. Warte mal. Ich kaufe jetzt mal den Dünger. Ich miete jetzt mal den kleinen Düngerstreuer. Für 1000. Und dann kannst du den damit wieder entladen, hast du wieder zwei Big Packs stehen. Ja, da brauche ich aber, glaube ich, einen Traktor. Ja. Durchaus. Ja, fahre ich ja eben mit zum Shop. Ja, bitte. Okay. Und es ruckelt erstmal. Ja, müssen wir halt jetzt so machen. Ich zerlege hier gerade einen Baum. Was? Ohne mich? Ja, ohne dich. Ich auch meinen Baum. Ich auch. Er ist auf meinem Grundstück, das ist mein Baum. Echo, krieg ich mal schnell eine Kettensäge? Nein, die kann man nicht mieten. Leider. Wo ist denn überhaupt? Sag ich nicht. Ganz schnell. Kettensäge. Ja, ich möchte kaufen. So, füll ein. Füll in das Ding. Wenn ich jetzt schon den ganzen Baum bewegen kann. Ja, der Spaß. Eventuell hätte ich erst dahinter entladen sollen. Fällt mir ganz mal so auf. Eventuell. Blödsinn. Die ganzen Blätter abkriegen hier. Geht bei der Tanne alles viel einfacher. Ja. Ja, leider kriegt man das nicht als Hackschnitzel dann raus. Nee. Das außerdem. Was haben? So aus geschnittenen Blättern, sag ich mal, ein Hackschnitzel wird. So. Ich hasse es, wenn die kleinen Äste einfach verschwinden, dann, wenn man sie absägt. Das ist immer ja, selbst die kann ich verkaufen, theoretisch. Ja. Aber die verschwinden aber einfach. Weil die zu klein sind. Dann muss die Größe abschneiden. Wenn das so eine kleine, dünne Äste sind, dann kannst du dann die Größe abschneiden. Kommen ja direkt vom Stamm, wie willst du die? Ich schneide sie ja schon direkt am Stamm ab. Warte, das ist mein Holz. Ich und mein Holz. Wie verändert man die Ladefläche? Bitte? Verändert man die Ladefläche? Das habe ich schon verändert. Ja, weil es jetzt komplett ist. Ja. Ach, willst du einfach reinschmeißen dann, ja? Ja, mache ich immer so. So, jetzt hier angucken hier. So, wie alt ist denn die Folge? Wieso willst du das wissen? Weil ich das Gefühl habe, dass die Schlange vorbei ist. Dein Gefühl täuscht dich zumindest nicht. Toll. Die Spitze hätte er jetzt nicht wegmachen können, die Dinger Spitze hier, wisst ihr? Ja. Na gut. Der hat dich angehupt. Ups. Hui.
Ja, aber wenn die Sache nur verhängen bleibt, zack, fliegt erstmal Kilometer weg. Vielleicht nicht ganz so hoch machen sollen. Vielleicht ein bisschen etwas kleineren Aufbau machen soll. So, passt ja. Doch. Gut, die Folge ist aber zu Ende und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen, auf jeden Fall euch hier wieder zu sehen. Verabschieden uns und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss.